Hallo, wir sind Yvonne und Alex von Campen und Meer. Wir sind mal wieder mit unserem Kastenwagen unterwegs, diesmal zum Kreuzfahrtterminal von Marseille. Dort wartet auf uns die wunderschöne MSC World Europa. Jetzt könntet ihr euch eventuell fragen, wie Wohnmobil und Kreuzfahrt, wie passt das zusammen? Fred und Fritte von Zeitzonenreisenden haben uns eigentlich auf diese Idee gebracht, mit dem Wohnmobil nach Marseille zu fahren. Es gibt wenige Häfen, wo es möglich ist, ein Wohnmobil zu parken. In Marseille klappt das ganz gut. Wir haben im Voraus per E-Mail im Hafen nachgefragt, aber es hieß, wir müssen nicht reservieren. Merci beaucoup. Also, hast du das Ticket gezogen? Ja. Yeah. Okay, alles klar. Okay, du kannst weiterfahren. Wow, wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. So, und jetzt machen wir spontan eine Kreuzfahrt. Alex räumt noch ein paar Sachen in unseren Koffer ein. Und hier geradeaus geht es zum Terminal, zum Check-in-Bereich. Hi. Wir haben unsere Koffer abgegeben. Durch unsere gebuchte Aurea-Kabine dürften wir zu Priority-Check-in. Wir dürften auch unsere Check-in-Zeitfenster selber wählen und wir hatten uns für 10 Uhr entschieden gehabt. So, Deck 14. Jetzt, wo ist vorne, wo ist hin? Wir haben jetzt erst 10.56 Uhr ja, und sind schon auf dem Schiff. Wir haben ein bisschen rumgetrödelt, aber egal. Ja, wir hätten noch früher sein können. Das ist schön. Ach, hier ist schon. Cleaning in process. Aber wie kommen wir dann mit unserer Karte? Bonner, die Karten sind da eingepackt. Meinst du? Ja. Ha. Yvonne und Alexander. Ja. Jawohl. Da wir schon viele Häfen im Mittelmeer besucht haben, war diesmal das Schiff unser Ziel. Wir wollten einfach die World Europa mal kennenlernen. Diesmal haben wir mehr mit den Augen geschaut, als mit der Kamera gefilmt. Im Netz gibt es schon sehr viele Videos über MSC World Europa und die haben das Schiff wirklich sehr gut vorgestellt. Da müssen wir nicht noch eins machen. In diesem Video möchten wir euch gerne die Vorteile von einer Aurea-Kabine zeigen. Sehr vorteilhafte Check-in-Zeiten haben wir schon erwähnt. Und wir waren sehr positiv überrascht, wie groß und geräumig unsere Kabine war. Für uns war das bis jetzt die schönste Kabine. Und die seht ihr jetzt. Hi, surprise! Ui. Und Schokolade, MSC Schokolade. Ach was. Das für mich. Ja.
mit dem Fenster, das ist so. Hier an dem Display muss man das jetzt hier entsperren, dass es hier nicht blau ist. Und dann in der Kabinenkategorie war ein Getränkepaket Easy dabei, beinhaltet alle nicht alkoholische Getränke und auch Kaffeespezialitäten, auch alkoholfreie Cocktails, und die waren dieses Mal wirklich gut. Leider war der Minibar nicht im Preis inkludiert, allerdings, wir haben unsere Getränke immer in Flaschen bzw. in Dosen bekommen, so haben wir immer ein paar Flaschen oder Dosen auch in den Kühlschrank gestellt. Unser Kabinensteward hat sich daran nicht gestört. Und Alex? Super, mir gefällt's. Und am wichtigsten, da vorne ist die Brücke, da ist der Bug des Schiffes. Und wir schlafen in richtige Richtung. Gott sei Dank. Ivona, man muss dazu sagen, wir haben jetzt gesagt Balkonkabine, das ist falsch. Das ist eine Infinity Ocean View Aurea Kabine. Also keine Balkonkabine, aber wir finden es eigentlich schon fast schöner. Aurea-Gäste haben Zugang zu eigenen Sonnendeck mit zwei riesigen Whirlpools, einem Steuerbord, einem Backbord. Von hier aus hat der Alex sehr oft An- und Abregen gefilmt. Auch an einem Seetag findet ihr hier genügend Sonnenliegen frei. Und hier gibt es auch eine Bar, wie gesagt, nur für Aurea-Gäste reserviert. Von unserem Sonnendeck hatten wir direkten Zugang zum Hauptpool. Mit unserer Kabinenkarte hatten wir auch freien Zugang zum Spa, allerdings kann man dort nicht filmen. Mich hat es fasziniert, dass dieses Schiff sogar eigene Rolltreppen hatte. Und um 18 Uhr legten wir in Marseille ab. In dieser Halle steht unser Johannes. Also tschüss, mach's gut, bis in einer Woche. Wenn Gott will. Und tschüss Costa Pacifica, tschüss Viking Star. Smeralda ist schon vor uns abgefahren. Wir schauen gerade das Auslaufen. Sitzt hier gemütlich auf unserer Couch. Sogar die Sonne lässt sich zeigen auf unserer Seite, aber ich glaube, wir drehen bei, weil wir fahren dann Richtung Nordosten. Und Pilot wird eingesammelt. In der Kabinenkategorie Aurea und Fantastica kann man sich natürlich auch auf der Kabine Frühstück bringen lassen. Das ist nur ein einfaches Frühstück, aber es reicht. So, hier müssen wir Personen angeben, wie viele es sind. Wir sind zwei. Kabinennummer. Uhrzeit, wir sind früh aufstehen. Also auf jeden Fall bestellen wir uns Kaffee, weil wir haben keine Kaffeemaschine auf Zimmer. Ah, ich muss aber hier eigentlich Nummer schreiben, wie viel das wir haben wollen. Zwei.
also zwei. Nehmen wir ein Orange Juice und ein Tropical Fruit Juice. Ja, ja. Machen wir zwei Croissants und zwei Pain au Chocolat. Hm? Ja, genau. Ja, das reicht. Nur mal so. Das ist nur so als kleines Frühstück beim Aufstehen. Mhm. Gäste war das Restaurant Bubbles reserviert auf Deck 6. Unsere Tischzeit war von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Das hieß My Choice Dining. In dieser Zeit dürften wir zum Essen kommen. Wir haben hier Aubergine Parmigiana und du hast eine Tomatensuppe. Ja, genau. Okay, enough. Das ist eine Kokos-Pistazien-Schnitte. Und Nivona hat die Käseplatte. Die Shows haben uns sehr gut gefallen, allerdings musste man die in der App vorher reservieren. Die World Europa hat am Heck ein weiteres Theater, sehr schön gemacht. Was uns sehr gut gefallen hat, das kleine Frühstück auf unserer Kabine. Das war super. Wir hätten auch ins Buffet-Restaurant gehen können, aber das hat uns nicht gefallen. Die Bilder zeigen wir euch gleich. In einem der Hauptrestaurants kann man morgens auch frühstücken. Wir hatten auch einen sehr kurzen Weg von der Kabine bis zum Treppenhaus. Das hat uns gut gefallen. Das Schiff hatte zwei Buffet-Restaurants, aber zu Stoßzeiten war das absolut crazy. Die beiden Restaurants sind wirklich schön gemacht, zum Beispiel mit den Übergängen hier. Die Aufnahmen habe ich gemacht, da war die Essenszeit fast am Ende. Ihr seht ja, es sind ja kaum noch Leute unterwegs.
Hier an der Glasfront sind wirklich schöne Plätze mit toller Aussicht. Und diese Tische hier stehen quasi im Außenbereich, auch gut gemacht. Das ist am Ende des Ganges jetzt hier, ganz am Heck des Schiffes, wie ihr seht. Das ist die Heckwelle. Und jetzt haben wir entdeckt, hier kann man auch rausgehen. Hier kommt der Lotse an Bord eine gewisse Zeit vorher, bevor wir hier in den Hafen von Neapel einlaufen. Heute haben wir beide Schnitzel Parmigiana bestellt mit Kartoffeln und Grillgemüse. Und by the way, heute kein Alkohol. Als Dessert haben wir hier eine Limoncello-Schnitte. Und wir teilen uns Käseteller. Und für Alex ist das so ein Schokoladenkuchen. So, was sagst du, Schatz? Kann nur gut sein, ja. Kann nur gut sein.
Wir gehen heute zum Gala-Dinner. Hallo. Guten Abend. Also ich habe hier das Brie in der Mandelkruste und die Wunna hat eine Hummersuppe. Das ist eine Hummersuppe. Und heute haben wir Galaabend. So, als Hauptgericht habe ich eine Pasta mit Hummer und Alex hat Entanorone. Und man beachtet bitte meine hübsche Handtasche. Und mein Schatz natürlich heute ganz, ganz hübsch. Auf der AIDS entsprechend. Dann haben wir Käseteller teilen wir uns. Und die Wunna hat ich hoffe, Sie haben ein wunderschönes Erlebnis am Morgen, die Urne Rose. Ich wünsche Ihnen alle einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, es war ein schöner Abend. Aber? Jetzt müssen wir leider die Schuhe wechseln. Ah, Hammer, willst du es versuchen? Weil die Mutti kann mit Stöpselschuhen nicht laufen. Hier, das sind schicke Schuhe. Das sind super tot schicke Schuhe. Mhm. Das ist schön, dass die sind. Aber und jetzt wechseln wir auf Turnschuhe. Ja. Ja. Tot schicke Schuhe, aber die sind jetzt besser. Ganz genau. Ganz genau. Thank you.
Also letztendlich haben wir für eine Woche Parkgebühr 105 Euro bezahlt. Ich sag mal, das geht. Und unser Johannes stand noch unversehrt am Platz. Und so machten wir uns langsam auf den Weg nach Hause. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Ivona und Alex.